Ja, meinst du, dass die Anbetenden Alter. Von Innos auch Jay, verzieh dich. Was? Okay, Jay ist Traitor. Jay ist Traitor mit dem schlechten Witz. Gib dir mal auf Jay geschossen. Schieß auf den, schieß auf den. Schieß auf mich. Man startet hier aus so einem kleinen, ja, Raft heißt es, also wie heißt das auf Deutsch? Drei-Wetter-Raft heißt das, Floß. Floß, genau, also das besteht aus vier von diesen Foundations. Aber nee, warte mal, heißt das nicht irgendwo im Englischen noch irgendwas mit Camp, das KZ? Concentration Camp heißt das doch, oder? Jungle. Ja, das heißt Concentration Camp. Auf deswegen habe ich Camp gesagt. Da ist übrigens auch die Marke Camp David entstanden. Nein, ist sie nicht. verdammte ja, Kacke! Gegenteil von Burnout ist Water In. Ist doch easy. Alter. Ja, okay, mit diesem unfassbar geilen Witz, für den ihr hoffentlich ein Like gebt. Ja. Verabschieden wir uns. Dann will ich ein T-Shirt machen, wo so ein Flugzeug drauf ist, was so Bomben wirft mit meinem Kopf. Ja, fände ich ganz schön geil. Aber du könntest vielleicht in Zukunft wirklich mit B43 einfach unterschreiben. Dann musst du nicht mehr, also ich muss immer Bram schreiben. Ja, bin ich auch der Meinung. Aber sein T-Shirt finde ich auch cool. Ja, finde ich auch gut. Ich geh doch Hände. Ach ja, stimmt. Wir könnten dann auch im Shop in Zukunft Flugzeuge anbieten und dann nennen wir die einfach B43. Ja. Machen wir weiter. Irgendwas, was richtig knallt. So nee, Sprengstoffe, das ist nichts für mich. Okay, ich will eine Axt. So eine Kalaschnikow. Okay, ich weiß nicht, ob ich ein russisches Modell da habe, aber ich guck mal ganz kurz nach. Eine italienische Kalaschnikow würde ich auch nehmen. Johnny, ich guck mal ganz kurz für dich nach. Hui, flawless! Flawless? Ohne Boden? Warum? Ja. Flawless. Wurdest du nicht einmal getroffen, Sepp? Ich fand den gut, ja. Ich fand den gut, ja. Ja, das ist mir klar, dass du den geil fandest, weil das immer so ein Dalu-Witz ist. So, ihr könnt natürlich wieder die Sicht wechseln, wenn ihr. Ja, da auch. So ein Lamasack, ey. Ja. Wechselt die Sicht. Ihr unten rechts auf irgendwelche Button drückt. Button, ey. Jensen. Und da könnt ihr, genau, wenn ihr unten rechts auf Jensen Button drückt. Nein, da heißt nur Jensen. Sonst ist es ja nicht lustig, Peter. Achso, ja. In die hintere Mall von Retail Row. Das hintere schwarze Gebäude. Okay. Aha. Ich könnte jetzt warum gar nicht alle durchgehen. Lock G. Warum das schwarz ist? Weil das Boris Beckers Kind ist, oder was? Was willst du jetzt? Nee, ich wollte wissen, ob das eine rassistische Intention der Entwickler ist. Ja, auf jeden Fall. Alles ist rassistisch. Aber Dato wäscht alles restlos raus, schon bei 30 Grad. Und das Ergebnis? Herrlich weiße Gardinen, auf die ich stolz bin. Boah, stimmt, die sehe ich nicht mal so hell strahlen. Ja. Eine Fläche einfach nur. Mit Dato. Von bis dato war die Weißer Werbung ganz gut. Nicht waschen. Wow, echt jetzt? Ich hasse Jay. Oh. Aber von hinten Stich. Komm, der war gar nicht so scheiße, ja? Wir haben immer noch das Problem, könnte gleich mal jemand die Quarry wieder anfeuern. Das wäre awesome. Quarry, 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 oh noch ja, ein Tor. Hey. Was macht der denn jetzt, der Schmacken? Krieg direkt eine hier mit, ey. Was ist denn, ist dieser dunkle Raum dieser Lycan oder Lycan-Raum? Was ist wer ist denn Lycan überhaupt? Christian kommt jetzt auch dahin. Da musst du auf jeden Fall mal Lycan sein. Nee, der Lycan-Raum ist die andere Richtung. Und natürlich hat der rechten der nationalsozialistischen Darmbakterie das überhaupt nicht gefallen. Ja, und deswegen meint diese, okay, Alter, du kleines Niederlein kriegst du auf die Fresse. Okay, ne? Ich drücke die Quick-Load-Taste. Nein. Oh, scheiße. Und er holt halt einfach auf. Die Wand ist, by the way, erstellt von Madin. Danke, Madin. Danke, also Madin. Sehr nett. Nicht, dass gleich die weißen Wanderer kommen. Ich hab ein bisschen Angst. Gott. Okay. Ich glaube, die schlechten Witze hat er sich auch aufgespart. Ja, wirklich. Ja. Ist die erste Aufnahme, by the way. Auch wenn die ein bisschen später kommt. Ja, die werdet ihr erfahren, während wir auf Tour sind wieder. Ist die erste Hälfte von der Tour ist rum. Man merkt richtig, Jay hat uns eine Woche nicht gesehen. Ja, hat sich alles eingestopft. Wirklich, alles Plastikum. So. Alles Quatsch. Ein über 100-jähriger jüdischer Mitbürger, ja, hat sich unserem Außenminister vorgestellt mit: Hallo, mein Name ist B1259, ich bin 100 Jahre und 6 Monate alt. Und wieso heißt der so? War der früher im Camp oder was? Der war im Camp, so kann man das nennen. Das war auch gar nicht, erstmal war es Außenminister Heiko Maas und nicht unser Bundespräsident. Okay. Und
Es ging auch um die Ehrung der ganzen Geschichte und um so einen, Gedenkbesuch, weißt du. Also es war auch keinerlei Unverständnis oder so, da respektlos, sondern er hat sich halt nur so vorgestellt. Okay. Ich verstehe. Weil die Nummer halt auf seinen Arm tätowiert ist. Ich finde, Heiko Maas hätte ihm mal eine neue Nummer geben können. Heiko Maas hätte ihm auch sagen können, hier, willst du meine Nummer? Ja, du bist, und dem dann die Telefonnummer geben. Du bist 0815. Alter. Das ist ja schon viel, oder? Das ist schon böse, oder? Ja. Doch, hi, Peter. Peter, du Arsch! Ah, du Lutscher! Fick dich da, du verpiss dich. Verpiss dich. Ja, da hab ich geschossen, ey. Da du verpiss dich unten im Schacht. Da, du hau ab, Alter! Hau ab, ja! Ich töte dich, das ist mir scheißegal. Wenn du da wirklich mit der Kasse töten oder sowas. Ich hab einen Trader hier gekillt. Du kommst hier ran. Ja, aber du kamst dann mit einer Kasse an. Da, du bist mit einer Kasse! Du bist die Person, die Leute mit solchen Sachen tötet. Ja, Dalu, diesmal hast du kassiert. So einfach ist das. Den Witz hat er ja gerade geklaut. Das habe ich ja gerade gemacht. Ah, ja, ja. Als ich die Kasse in der Hand habe, habe ich gesagt, jetzt wird abkassiert. Die geil, er ist überspielt. Einfach mit. Geil. Na, dankeschön. Danke, Pampel. Ah, nee, kann Pampel. Ich jetzt nicht drücken. Ah, oh, verdammt. Pampel ist übrigens der Bruder von Pömpel. Nee, von Muse. Nee. Nee, dann lieber Pömpel. Du bist zwischen den schlechten Witz. Hast du gesehen, wie der Asiate seine Waffe fallen gelassen hat? Ja, es liegt jetzt halt so eine. Oh, was farmen Asiaten sind für geile Waffen? Also, nee, Chung Hing oder so, zwei. Das ist ein geiles Maschinengewehr, made in China. Hab ich noch. Farbe ich glaube, die Idee. Chinesen haben so Nachbauten, so KA-74 oder so. KA-74. Oh Gott. Oh Gott. Also, versuchst du dich jetzt quasi so schnell wie möglich. Ja, auch Ricciardo. Einen sagen Ricciardo und. Ja, heißt Ricardo. Ricardo, also. So hat er gesagt, möchte er ausgesprochen werden. Okay, zumindest. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt. Das I ist silent. Ricciardo. Ricciardo oder so, ne? Ricciardo. Ricciardo einfach. Einfach Ricciardo. Nee, Ricciardo. Nein, Ricciardo. Das I ist silent, sagst du doch. Ricciardo. Nein, das zweite I ist silent. Ach, das zweite I. Spack, ey. Ich bin Spartianer. Ja, ich bin Jäger. Bin Ninja. Moin. Okay. Das heißt, du bist schon mal der Beste von uns, E-Sport-mäßig. Ja, wir werden die Folge einfach mit einem coolen, Peter wird die Folge mit einem coolen Hashtag benennen. Ja, da können sich die Leute alle der Bewegung anschließen. Ich meine, ich darf sie im Fernsehen, darf ich aber gucken, oder? Nee. Nein, die wird komplett boykottiert. Im Arsch. Die können meinetwegen woanders stattfinden, das wäre okay. Wir können auch noch gerne kurz umlegen. Ja, das wäre okay. Absolut. Nach Abu Dhabi Kastor oder Rauxel zum Beispiel. Dann macht doch Hashtag WM umlegen. Gibt es nicht so Knarren-Emoji? Ja, aber machst die wurde WM umlegen. Dann so eine Knarre daneben. Okay, finde ich nicht schlecht. Bram überlegt gerade noch. Nein, ich finde die Idee jetzt auch noch nicht so kacke. Do it.